Ja, guten Morgen. Das heißt, wir befinden uns im Kapitel über stetige Verteilungen und ich möchte kurz das Wichtigste der letzten Stunde rekapitulieren. Wir haben uns mit Verteilungsfunktionen beschäftigt von Zufallsvariablen, ein grundlegender Begriff. Die Verteilungsfunktion groß F ist für jedes x aus r definiert, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable einen Wert annimmt, der kleiner gleich x ist. Und wir haben für die Funktion auch Eigenschaften hergeleitet, Monotonie, rechtzeitige Stetigkeit und die Grenzwerte für x gegen minus unendlich. Dieser Grenzwert ist 0 und der für x gegen plus unendlich ist 1. Also die Funktion kommt von 0 und geht nach 1. Wir haben dann stetige Zufallsvariablen insbesondere definiert, das war neu. Genauer müsste man sagen, absolut stetig oder absolut stetig verteilt. Denn wir hatten gesehen, dass die Stetigkeit nicht unbedingt was zu tun hat mit der Stetigkeit der Verteilungsfunktion f. Da gab es diese Cantorsche Verteilungsfunktion und das sollte ein warnendes Gegenbeispiel sein. Stetig heißt eine Zufallsvariable, falls die Verteilungsfunktion sich schreiben lässt, als so ein Integral. Da taucht eine Funktion klein f auf, soll für jedes x aus r gelten. Und diese nicht negative Funktion, die nennt man Dichte oder ausführlicher Wahrscheinlichkeitsdichte von x oder auch von f oder auch von der Verteilung von x. Wir sagen zum Beispiel auch eine Dichte der Normalverteilung. Da gibt es also sowohl Dichte einer Verteilungsfunktion, einer Zufallsvariablen oder einer Verteilung. Wir haben dann spezielle Verteilungen definiert, einmal die Gleichverteilung, U steht für uniform, auf einem Intervall AB, die ist konstant, auf dem Intervall, außerhalb ist sie 0. Dann die Exponentialverteilung mit einem positiven Parameter Lambda, die hatte die Dichte Lambda mal E hoch minus Lambda x für positives x, ansonsten ist sie auch 0. Das heißt, Dichten müssen nicht notwendig auf ganz R positiv sein. Wir hatten dann die Normalverteilung mit den Parametern μ und Sigma-Quadrat, deren Bedeutung wir noch kennenlernen. Falls eben die Dichte 1 durch dieses Wurzel aus 2π-Sigma-Quadrat ist mal e hoch minus x minus μ in Klammern zum Quadrat dividiert durch 2-Sigma-Quadrat. Das ist jetzt für jedes x aus r. Wir hatten dann den Zusammenhang festgestellt, wenn x so eine Normalverteilung besitzt, ist genau dann der Fall, wenn x minus μ dividiert durch Sigma die Standardnormalverteilung hat. Die eine Richtung von rechts nach links war der letzte Satz. Und wenn Sie von rechts gehen und setzen die Variable eben y, dann können Sie dann mit Sigma multiplizieren und das μ addieren und dann kommen Sie auf die linke Seite und diesen Satz hatten wir auch. Das heißt, aus der Standardnormalverteilung kommt man auf jede Normalverteilung durch eine einfache Transformation. Und dass die Verteilungsfunktion, hatten wir gesehen, dieser Normalverteilung lässt sich ausdrücken mit Hilfe der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung. Da ist eben die Beziehung drüber das Entscheidende. Und das Fazit ist eben, um Wahrscheinlichkeiten für eine beliebige Normalverteilung auszurechnen, zum Beispiel, dass so eine Zufallsvariable in ein Intervall fällt, da rechnen Sie einfach die Intervallgrenzen dann um über diese affine Transformation, die da oben drüber steht. Und es reicht die Verteilungsfunktion phi der Standardnormalverteilung aus. Also damit erschlagen Sie Berechnungen für jede Normalverteilung. Das war die Botschaft, die wichtige. Okay. Eine Bemerkung, also einige Bemerkungen zur Normalverteilung. Sie ist eine der wichtigsten stetigen Verteilungen. Und zwar rührt die Bedeutung insbesondere aus dem zentralen Grenzwertsatz her. Den möchte ich nochmal rekapitulieren. Was war das? Zur Erinnerung, wenn man unabhängige Zufallsvariablen hat, die die gleiche Verteilung besitzen und der Erwartungswert möge existieren, den nennen wir mal μ, der ist dann für alle Zufallsvariablen gleich. Deshalb schreibe ich einfach nur μ gleich e von x1. Und die Varianz soll positiv sein, auch existieren, den nennen wir Sigma-Quadrat. Dann galt Folgendes, wenn wir Sn, diese Summe der Zufallsvariablen, sein lassen von j von 1 bis n, dann ist im Limes für n gegen unendlich die Wahrscheinlichkeit, und jetzt sehen Sie sich an, was da steht, da wird Sn standardisiert. Wir ziehen von Sn den Erwartungswert ab von Sn, das ist n mal μ, Rechenregeln über den Erwartungswert und wir teilen durch die Wurzel aus der Varianz von Sn. Die Varianz von Sn ist wegen der Unabhängigkeit die Summe der einzelnen Varianzen. Die sind alle Sigma-Quadrat, also ist das n mal Sigma-Quadrat und die Wurzel daraus ist Sigma mal Wurzel n.
Und Sie sehen, was hier steht, ist nichts anderes, die Wahrscheinlichkeit, dass die standardisierte Zufallsvariable kleiner gleich x ist. Sie können auch sagen, es ist die Verteilungsfunktion der standardisierten Zufallsvariablen an der Stelle x. Ne? Wahrscheinlichkeit, kleiner gleich x zu sein, ist nach Definition die Verteilungsfunktion. Und das konvergiert gegen Phi von x. Und das ist eben das Integral über die gaußsche Glockenkurve von minus unendlich bis x. Und das gilt für jedes x aus R. Also das ist der zentrale Grenzwertsatz von Lindeberg-Levy. Und es gilt sogar noch ein allgemeinerer oder noch allgemeinere Grenzwertsätze, nämlich das für Sie nur als Bemerkung. Man kann sowohl die Voraussetzung der identischen Verteilung als auch die Voraussetzung der Unabhängigkeit abschwächen. Ich sage das mal jetzt etwas wohltuend vage. Unter allgemeinen Voraussetzungen ist eine standardisierte Summe vieler schwach abhängiger Zufallsvariablen, bei der jeder Summand noch einen kleinen Einfluss auf die Summe besitzt, das muss man jetzt mathematisch präzisieren, was das bedeutet, approximativ standardnormal verteilt. Wir sehen in dem Satz oben von Lindeberg-Levy war die Unabhängigkeit und die identische Verteilung. Aber an beiden kann man rütteln. Das ist einfach die Verallgemeinerungssucht der Mathematiker. Wenn ich irgendwas habe, man sieht natürlich, die Wirklichkeit ist meistens komplizierter, viele kleine Einflüsse, kann ein bisschen Abhängigkeit auch dabei sein, nicht unbedingt die gleiche Verteilung. Was kann ich dann noch machen? Und da gibt es also viele, viele Sätze. Wir haben bei der Normalverteilung diese Transformation gehabt. X geht über in μ plus Sigma mal x. Und zwar, wenn x standardnormal verteilt ist, haben wir gesehen, mit dieser Transformation erhalten wir die Normalverteilung mit μ und Sigma Quadrat. Wir hatten aber auch diese Transformation, x geht über in a plus b minus a mal x. Sie sehen, vom Typ ist das gleiche. μ ist a und b minus a ist Sigma, wenn b größer ist als a. Damit erhält man aus einer Gleichverteilung auf dem Intervall 0, 1 die Gleichverteilung auf AB mit dieser Transformation. Das sind beides affine Transformationen, ist die identische Transformation eigentlich die gleiche, nur dass einmal die Parameter ein bisschen anders aussehen als beim anderen Mal. Also das sind Transformationen dieser Zufallsvariablen x. Und worauf ich Sie einstimmen möchte, ist, sowas hat man häufig, dass man Transformationen durchführt und wenn man Verteilungen hat von Zufallsvariablen, ist die Frage, was passiert unter solchen Transformationen? So, wenn wir allgemein eine Zufallsvariable haben, ZV, Zufallsvariable mit Verteilungsfunktion f und Dichte klein f, das setzen wir jetzt voraus, dass eine Dichte existiert, also stetige Zufallsvariable, und wir haben eine Funktion von R nach R, eine messbare Funktion, für diejenigen, die das kennen, ist das, was wohl definiert ist. Die anderen sollten keine Angst haben. Das heißt nur, dass die Urbilder unter dieser Abbildung T von Borel-Mengen Borel-Mengen sind. Ganz egal, was ich hernehme. Die hinreichende Bedingung ist die Stetigkeit, wenn f stetig ist. Aber das ist eine schwächere Bedingung als die Stetigkeit. Dann ist die Frage, welche Verteilungsfunktion besitzt y als Komposition? R ist x und dann schalten wir T dahinter. Besitzt y eine Dichte? Eine Frage. Und hier ist die grundlegende Vorgehensweise die, wenn wir mit g die Verteilungsfunktion von y bezeichnen. Sie sehen nach Definition g von klein y die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable y einen Wert annimmt, der höchstens y ist. Vf steht kurz für Verteilungsfunktion. Dann ist die Frage, können wir vielleicht die Verteilungsfunktion herleiten aus der von x? Und wenn wir die Verteilungsfunktion haben, dann können wir unter Umständen über Ableitungen auch auf die Dichte kommen. Das ist die Botschaft. So, das heißt, schreibe das Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit gerade die Verteilungsfunktion von g ist an der Stelle y, das ist das Ereignis, y ist t von x, in ein Ereignis für x dass man mit Hilfe der Verteilungsfunktion ausrechnen kann, bestimmen kann. Ich mache dazu jetzt zwei einfache Beispiele und dann stelle ich einen Satz vor, der sieht sehr bombastisch aus von der Formulierung, aber der Beweis fällt eigentlich dann in sich zusammen, das ist ganz einfach. So, Beispiele, das erste Beispiel ist t von x ist die Abbildung, die x hoch 4 zuordnet, vierte Potenz.
So, schauen Sie sich das Ereignis an, x hoch 4 kleiner gleich y. Nur Sie werden sofort sehen, x hoch 4 ist immer was nicht Negatives. Das heißt, wenn das y kleiner ist als 0, kleiner 0, dann steht da die leere Menge. Denn es gibt keinen kleinen Omega, der das x hoch 4 von Omega kleiner gleich einem Wert ist, der kleiner 0 ist. Das heißt, für y kleiner 0 ist die Wahrscheinlichkeit 0. Sie können sofort sagen, die Verteilungsfunktion von dieser Zufallsvariable y ist 0, wenn das Argument kleiner ist als 0. Das heißt, diesen Fall können wir schon ausschließen, abhandeln. Also y ist nicht negativ. So, wenn aber y nicht negativ ist, dann können Sie die vierte Wurzel ziehen und dann ist das gleichbedeutend damit, dass x im Intervall liegt von minus vierte Wurzel y bis plus vierte Wurzel y. Sie sehen, das ist ein Intervall für x. Und die Wahrscheinlichkeit können Sie ausrechnen. Das gilt für y größer gleich 0. Nämlich Sie sehen, die Voraussetzung ist, x hat eine Dichte. X hat eine Dichte und das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass x einzelne Werte annimmt, 0 ist. So, das bedeutet ganz konkret, hier dieses kleiner gleich, was da steht, da können Sie auch kleiner schreiben, das hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, da die Wahrscheinlichkeit, dass x diesen Wert annimmt, minus vierte Wurzel aus y 0 ist. Aber dann ist das Ereignis ausdrückbar durch die Differenz der Verteilungsfunktion. Das heißt, g von y, die Wahrscheinlichkeit, ist dann nichts anderes als f von vierte Wurzel y minus f von minus vierte Wurzel y. Also haben Sie direkt die Verteilungsfunktion bestimmt. Und das ist das Entscheidende, da diese Wahrscheinlichkeit 0 ist. Zweites Beispiel, Transformation, x wird zugeordnet e hoch x. Nun, e hoch x ist immer positiv. So, das bedeutet auch hier, dieses Ereignis, dass e hoch x kleiner gleich y ist, ist die leere Menge, wenn y kleiner gleich 0 ist. Denn e hoch x ist immer positiv. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 0, wenn y kleiner gleich 0 ist. Interessant ist nur der Fall klein y positiv. Aber dann können Sie den Logarithmus bilden und können sagen, okay, das ist das gleiche Ereignis wie x kleiner gleich Logarithmus von y. Also haben Sie für die positiven y, die Verteilungsfunktion ist eben diese Wahrscheinlichkeit, ist f von Logarithmus y, denn f von Logarithmus y ist gerade die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich Logarithmus y ist. Wir sehen, das sind zwei Beispiele, wo man direkt auf das Ereignis schließen muss. Wenn ich y kleiner gleich einem Wert habe, was macht dann x? Und umgekehrt. Okay, jetzt kommt dieser Satz. Und zwar streng monotone Transformation, wachsend oder fallend. Darauf kommt es nicht an. Dann kann man das besonders einfach machen. Das heißt, hier ist die Voraussetzung die, ich habe eine Zufallsvariable, die hat eine Verteilungsfunktion f, und hat eine Dichte, die entweder stetig ist, und wenn sie nicht stetig ist, dann darf es endlich viele Stellen geben, an denen sie nicht stetig ist. Denken Sie an die Gleichverteilung auf dem Intervall von a bis b, da ist eben an den n-Punkten ist die Dichte nicht stetig. So, jetzt kommt die Voraussetzung, mit Wahrscheinlichkeit 1 soll das x in ein offenes Intervall fallen. Das ist erfüllt, denken Sie an die Gleichverteilung, die Wahrscheinlichkeit, dass x in das offene Intervall fällt von a bis b ist 1. Exponentialverteilung, die Wahrscheinlichkeit, dass x positiv ist, ist 1, wäre das Intervall von 0 bis unendlich, 0 nicht mit drin. So, jetzt eine Regularitätsvoraussetzung, die Restriktion dieser Abbildung auf O, es kommt nur darauf an, was die Abbildung auf O tut. Dies kann auf ganz R definiert sein, aber entscheidend ist, was sie auf dem offenen Intervall tut, dass die Wahrscheinlichkeit 1 hat. Da sei sie stetig differenzierbar, streng monoton, wachsend oder fallend. Und die Ableitung soll ungleich 0 sein auf O. Das sind so Bedingungen, die kennen Sie aus der Analysis. Dann können wir auf T von O die Umkehrabbildung bilden. Das sei die Inverse von T auf diesem Bild, T von dieser offenen Menge. Und G sei die Verteilungsfunktion von Y, wie eben. So, dann gelten. Jetzt kommen zwei Fälle. Erster Fall, wenn t streng monoton wachsend ist, dann gilt die Verteilungsfunktion an der Stelle y ist nichts anderes als f
von t hoch minus 1 von y, für y aus t von o, nur auf den Wert kommt es an. Eventuell muss man das noch ergänzen, dann um die Werte 0 und 1. Aber das Entscheidende ist, das Wachstum der Verteilungsfunktion spielt sich nur auf diesem Bereich ab, t von o. Wenn das t streng monoton fallend ist, dann steht da nur ein 1 minus. Das liegt einfach daran, dass man das zurückführt aufs komplementäre Ereignis. Und in jedem dieser beiden Fälle besitzt das y folgende Dichte. G von y, Sie sehen hier f von t hoch minus 1 von y und im Nenner sehen Sie den Betrag der Ableitung, t' an der Stelle t hoch minus 1 von y. Und ansonsten ist die Dichte 0. So, sehen wir uns das an. Ich mache nur den Beweis von a. Wenn Sie das verstanden haben, dann ist das b eine einfache Übungsaufgabe. T streng monoton wachsend. Das ist die Voraussetzung. Und wir nehmen uns ein y her aus t von o und möchten gern diese Wahrscheinlichkeit bestimmen, und zwar ausdrücken mit Hilfe von x. Aber jetzt kommt es, y ist t von x, das kann ich einsetzen. Und wegen dieser Monotonie-Eigenschaft ist das gleiche Ereignis. Damit habe ich auch die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich t hoch minus 1 von y ist. Jetzt ist es wirklich auch die Inverse auf t von o. Das ist wegen der Monotonie. Und Sie sehen, das ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich einem Wert ist. Und das ist die Verteilungsfunktion von x, das f, an dieser Stelle. Das heißt, das ist f von t hoch minus 1 von y. So, und wenn wir das jetzt differenzieren, und zwar in jedem Stetigkeitspunkt der Ableitung, können wir das machen. Dann sehen Sie, kommt die Kettenregel rein. Sie haben einmal das Groß F', aber Sie haben dann noch die Ableitung von dem t hoch minus 1. Und das ergibt klein g, g'. Das sind jetzt Regeln der Analysis. Das ergibt gerade dieses Groß F', t hoch minus 1 von y durch t'. Von dem, in dem Fall ist t' positiv, weil t streng monoton wachsend ist. Und das ergibt dann das klein f und das ist schon das Ergebnis. Wir sehen, dass das hier relativ einfach ist. Der zweite Fall folgt analog. Also streng monoton wachsende Transformationen, das war zum Beispiel das e hoch x, was wir eben hatten. Aber wir haben eben auch gesehen, in so einem Fall x hoch 4 ist ja nicht streng monoton wachsend auf r. Da konnte man trotzdem auf die Verteilungsfunktion von x kommen. Denken Sie an andere Transformationen, zum Beispiel Sinus. Ist auch nicht streng monoton wachsend, ist periodisch. Auf ganz R. Aber die Idee ist immer, komme ich an die Verteilungsfunktion. Das ist hier besonders einfach. So, ich möchte Ihnen noch ein intuitives Verständnis hier mitgeben von solchen Transformationen. Wir haben ja gesehen, wir hatten noch ein Bild, dass man die Dichte in so einem Stetigkeitspunkt sich vorstellen kann, so ist approximativ die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsfeier in ein kleines Intervall fällt, vielleicht mit linkem Endpunkt, dieses x, ein kleines Intervall, dividiert durch die Intervalllänge. Das war so ein Verständnis von Dichte. So, wenn x eine Stetigkeitsstelle ist und Delta ist klein, jetzt kommt das, was ich eben sagte, dann ist f von x mal Delta, also Wert der Dichte an der Stelle x mal Intervallbreite, das ist die Fläche eines Rechtecks. Wir haben gesehen, das ist ungefähr das Integral von x bis x plus Delta über die Dichte. Und das ist aber eine Wahrscheinlichkeit. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass x in das Intervall fällt von klein x bis x plus Delta. Bei kleinem positiven Delta. So, was passiert? Wenn t wachsend ist, dann wird dieses Intervall abgebildet auf ein Intervall und die Endpunkte sind natürlich t von x jetzt und t vom rechten Endpunkt, da das t wachsend ist. So, jetzt sehen wir uns an, wenn ich klein y mal dieses t von x setze, Sie sehen, das Delta da oben ist klein, schauen Sie sich die rechte Intervallgrenze an. Ja, jetzt arbeiten wir mit der Ableitung. So, das bedeutet, das Intervall hier ist ungefähr das Intervall, so t von x ist y,
Weil der rechte Endpunkt t von x plus Delta ist in erster Näherung t von x, das kleine y, plus die Ableitung an der Stelle x mal das kleine Delta. So, bei kleinem Delta habe ich dieses Intervall. So, und jetzt kommt wieder das mit der Dichte. Was ist jetzt die Dichte von dem y? Na, das ist ja nichts anderes, jetzt approximativ, wenn ich ein kleines Intervall habe, ist es die Wahrscheinlichkeit, dass das y in das kleine Intervall fällt, dividiert durch dessen Länge. Also approximativ, Sie sehen die Wahrscheinlichkeit, dass das y in das kleine Intervall fällt, der linke Endpunkt ist y, der rechte ist t' von x mal Delta, dividiert durch die Intervalllänge, t' von x mal Delta. Das ist ja die gleiche Vorstellung von Dichte, die wir auch mit der Abbildung verbunden hatten. Die Fläche des Rechtecks, ungefähr das Integral der Dichte über das Basisintervall dieses Rechtecks. So, und jetzt sehen Sie, dass oben dieses Ereignis ist das gleiche, wie ist also ungefähr wieder, das ist das Entscheidende, x liegt im Intervall von klein x bis klein x plus Delta. Unten habe ich nichts geändert an der Intervallbreite. Und jetzt sehen Sie oben, den Zähler kann ich wieder mit der Dichte von x umschreiben. Der Zähler ist ungefähr die Dichte von x an der Stelle klein x mal die Breite des Intervalls. Also ist das ungefähr f von x mal Delta, den Nenner habe ich nicht verändert. So, jetzt kürze ich das Delta raus und jetzt schreibe ich für das klein x t hoch minus 1 von y. Und schon habe ich unsere Formel, die wir zu Beginn hatten. Das bedeutet, das sollte auch nicht nur formal durch Differenzieren vielleicht berechnet werden, sondern man sollte auch wirklich eine Vorstellung haben von einer Dichte in einem Stetigkeitspunkt. Was bedeutet das auch physikalisch? Denken Sie mal an Masse. Okay. Ja, noch eine Verteilung als Beispiel. Wir machen noch zwei Verteilungen genauer. Das erste ist die Log-Normalverteilung oder ausführlicher die logarithmische Normalverteilung. Da startet man mit einer normalverteilten Zufallsvariable und die Transformation ist diese Exponentialtransformation e hoch x. Sie sehen, was da rauskommt an Zufallsvariable, ist mit Wahrscheinlichkeit 1 positiv. Also groß y ist t von x, ist e hoch x. Und mit g bezeichnen wir wieder die Verteilungsfunktion. Wir wollen die Verteilungsfunktion haben und wir haben das schon eben gehabt. Das heißt, für y kleiner gleich 0 ist diese Verteilungsfunktion 0. Und für positives y hatten wir gesehen, ist das g von y die Wahrscheinlichkeit, dass y kleiner gleich diesem kleinen y ist. Ich setze ein e hoch x und jetzt kann ich logarithmieren. Damit bleibt das kleiner gleich bestehen. Ich rechne nur das Ereignis um. Ist also diese und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich log y ist, also die Verteilungsfunktion von x an der Stelle log y. Und die Verteilungsfunktion von x haben wir, das ist oben diese Normalverteilung und das war groß phi von, jetzt muss ich für das Argument nur log y einsetzen, minus μ durch Sigma. Ja, das war diese Folie, wo ich sagte, von der Normalverteilung mit n μ Sigma Quadrat kann ich auf jede andere kommen. Also sind das nur das log y eingesetzt. Und jetzt sehen Sie, das ist wunderbar hier differenzierbar. Die Ableitung von groß phi ist die gaußsche Glockenkurve klein phi. Und ich muss noch einmal die innere Ableitung bilden. Das bedeutet, ich brauche die Kettenregel. Sie sehen, was da rauskommt. Groß phi Strich ist klein phi. Das heißt, ich habe einmal klein phi an dieser Stelle, log y minus μ durch Sigma. Und jetzt kommt die innere Ableitung. Da habe ich nochmal die Ableitung des Logarithmus von y ist 1 durch y und ich habe den Faktor 1 durch Sigma. Das heißt, es kommt noch rein 1 durch Sigma mal y und das gilt für jedes positive y. Und das, wenn ich einsetze, was das Kleinphi ist, kommt das raus. Und das gilt für positives y. Ansonsten ist die Dichte 0. Das wäre die direkt hergeleitet, wie die Dichte aussieht. Und diese Verteilung kriegt auch ein Symbol. Also die Definition der Log-Normalverteilung. Wichtig ist, ich habe eine Zufallsvariable, die mit Wahrscheinlichkeit 1 positive Werte annimmt, hat eine Log-Normalverteilung und die Parameter nennt man auch μ und Sigma-Quadrat.
falls Folgendes gilt, falls sie die Dichte besitzt, die ich eben angegeben habe. Das heißt, diese Dichte für x positiv und ansonsten 0. Das heißt, die haben wir eben hergeleitet. Das heißt, wir haben gesehen, wie die Verteilung entsteht. Sie entsteht durch Transformation g über zu e hoch aus einer Normalverteilung mit μ und Sigma Quadrat. Durch diese Transformation entsteht diese Verteilung. Und zwar heißt sie natürlich so, weil dann die Umkehrtransformation, der Logarithmus von so einer Zufallsvariable hat eine Normalverteilung. Deshalb der Name. Kurz x Schlange ln μ Sigma Quadrat. Und beachte, das ist das, was ich gerade sagte, wenn wir mit dieser Verteilung starten und dann den Logarithmus bilden, dann hat der eine Normalverteilung mit μ und Sigma Quadrat. Okay. Die Dichte sieht typischerweise so aus. Ich habe Ihnen jetzt nicht speziell die Parameter hingeschrieben, aber Sie sollten sehen, es ist eine Asymmetrie. Die Dichte ist nur positiv für positives x. Sie steigt schneller an, als sie abfällt. Man nennt so eine Dichte auch rechtsschief, ohne dass ich auf den Begriff Schiefe näher eingehe. Insbesondere sollte man erkennen, das Maximum der Dichte wird relativ schnell erreicht. Aber wenn Sie an den Schwerpunkt denken, wir werden auch hier Erwartungswerte definieren, dann dürfte der sicherlich rechts von dem Wert liegen, an dem das Maximum angenommen wird, wenn Sie das als Masseverteilung deuten. Okay. Zweites Beispiel, die Weibull-Verteilung, die in den Anwendungen auch häufig auftritt. Die ergibt sich durch eine einfache Transformation aus der Exponentialverteilung, wie folgt. Ich starte mit einer exponential verteilten Zufallsvariablen. Und um es nochmal zu sagen, wir haben gesehen, dass die sich ergibt aus einer einfachen Transformation aus der Gleichverteilung. Und die können Sie mit Pseudo-Zufallszahlen simulieren. Sie können also auch die Exponentialverteilung simulieren. Und damit, wenn wir jetzt eine einfache Transformation haben, können Sie auch diese Verteilung simulieren. Und zwar, das ist erstmal die Verteilungsfunktion der Exponentialverteilung, nochmal hingeschrieben. Das Intervall O, das offene Intervall ist hier sind die positiven reellen Zahlen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass x da reinfällt, ist 1. Und für positives Alpha betrachten wir die Transformation t von x ist x hoch 1 durch Alpha. Und zwar für positives x und ansonsten sei t 0 gesetzt. Sie sehen, entscheidend ist nur, was das t auf diesem offenen Intervall macht. Und da ist es streng monoton wachsend und stetig differenzierbar. Nur darauf kommt es an. Also diese Restriktion auf die positiven x ist streng monoton wachsend, stetig differenzierbar. Wir können jetzt den Satz von eben anwenden, y sei dieses t von x und das sei die Verteilungsfunktion von y. So, und nun erstmal für y kleiner gleich 0 gilt g von y gleich 0. Es spielt sich nur ab auf den positiven x. Und Sie sehen, die Transformation liefert da auch nur positive Werte. Das heißt ja, x geht über in x hoch 1 durch Alpha. Das heißt, die Verteilungsfunktion ist dort 0. Und für positives y ist die Verteilungsfunktion eben diese hier, die Wahrscheinlichkeit, dass, und jetzt setze ich die Transformation ein, ne, t von x ist x hoch 1 durch Alpha, kleiner gleich y. Und das Ereignis schreibe ich um auf 1 für x, indem ich beide Seiten dieser Ungleichung hoch Alpha nehme. Beide Seiten hoch Alpha heißt gleiches Ereignis, ist die Wahrscheinlichkeit x kleiner gleich y hoch Alpha. Und jetzt sehen Sie, habe ich die Verteilungsfunktion von x an der Stelle y hoch Alpha. Und oben in der zweiten Zeile steht, was die Verteilungsfunktion an der Stelle x ist. Ich muss für x nur einsetzen y hoch Alpha. Und schon bin ich fertig. Das heißt, es ist 1 minus e hoch minus Lambda mal y hoch Alpha. Na, mit der zweiten Zeile. So, jetzt kann wunderschön differenzieren. Kettenregel liefert. Sehen Sie, was passiert? Die 1 fällt weg beim Ableiten. Sie haben das Minuszeichen. Und wenn Sie die E-Funktion ableiten, bleibt es die E-Funktion. Und dann kommt nochmal die innere Ableitung von dem, was da steht. Da haben Sie nochmal ein Minuszeichen. Das hebt sich gegen das Minuszeichen von eben weg. Und Sie erhalten g von y gleich. Und jetzt kommt also als Ableitung. Und dann haben Sie erstmal das e hoch minus Lambda mal y hoch Alpha.
Und jetzt käme die innere Ableitung. Da habe ich gesagt, das Minuszeichen, was wir eigentlich jetzt schreiben müssen, fällt weg, weil ich noch ein Minuszeichen bekomme. Und dann habe ich den Exponenten Alpha, der kommt runter. Und dann habe ich noch Lambda mal Y hoch Alpha minus 1. Das wäre hier von der inneren Ableitung. Und dann hätte ich die Dichte. Das gilt für positives Y. Kettenregel. Und ansonsten ist die Dichte 0 gesetzt. So, das heißt, Sie sehen, diese Verteilung, der wir jetzt ein Symbol geben, definieren die leiten, haben wir sehr einfach hergeleitet über diese Transformation, eine Potenztransformation. Und wir haben nur hoch 1 durch Alpha gesetzt, damit hier in der Verteilung der Parameter Alpha auftritt. Wenn wir oben mit Alpha gestartet werden, würde hier 1 durch Alpha stehen und das wäre jetzt nicht so schön. Nur aus dem Grunde sind wir gestartet mit x hoch 1 durch Alpha. Also Definition dieser Verteilung, Weibull-Verteilung, nach einem Mathematiker Weibull, die positive Zufallsvariable hat eine Weibull-Verteilung mit Parametern Alpha und Lambda, auch zwei Parameter, falls x diese Dichte besitzt, für positives x und ansonsten 0 ist. Wir schreiben dafür kurz x Schlange WEI Weibull von Alpha Lambda, zwei Parameter, und die Verteilungsfunktion von x, die haben wir eben angegeben, ist diese hier. Sie sehen, das ist die gleiche wie bei der Exponentialverteilung, nur dass hier nicht x steht, sondern x hoch Alpha, was durch diese Transformation herrührt. So, und hier kann ich Ihnen mal Dichten zeigen für verschiedene Werte von Alpha. Hier ist, glaube ich, das Lambda ist 1 gesetzt. Das Lambda bewirkt wieder nur eine Skalenänderung, wie bei der Exponentialverteilung. Die Form der Dichte wird bestimmt durch das Alpha. Insofern sagt man auch, dass Alpha sei der Formparameter. Also als Beispiel, setzen Sie mal Lambda gleich 1 oben ein. Wenn Sie Lambda gleich 1 setzen, Lambda ist 1, Alpha gleich 1 setzen, wenn Sie Alpha gleich 1 setzen, dann erhalten Sie die Verteilungsfunktion 1 minus e hoch minus Lambda x und das ist die Exponentialverteilung, das ist die Dichte der Exponentialverteilung. So, jetzt setzen wir mal Alpha gleich 2, da ergibt sich dann sowas. Jetzt die Dichte fängt im Nullpunkt an. Alpha gleich 4, erhalten Sie dann sowas. Weil ich kann auch mit dem Alpha kleiner werden als 1, für Alpha gleich 1/2 sowas. Das heißt, Sie sehen, allein mit diesem Formparameter Alpha können Sie ganz, ganz unterschiedliche Verläufe der Dichte beschreiben. Also insbesondere für Alpha gleich 1/2 konvergiert die Dichte für x gegen 0 gegen unendlich. Und trotzdem ist das Integral 1. Für Sie dann uneigentliches Integral, wenn Sie Riemann-Integral gemacht haben, dann gegen 0. Müssen Sie die eine Grenze gegen 0 gehen lassen und die andere gegen unendlich. Also das wäre die Weibull-Verteilung. Die Verteilung, die ist uns schon begegnet, ohne dass wir das thematisiert haben, in Kapitel 5. Und zwar wie folgt. Die Weibull-Verteilung tritt auf als Limes-Verteilung der Kollisionszeit. Was haben wir damals gemacht? Wir haben Kugeln auf Fächer verteilt. Also xn sei die Erstkollisionszeit beim rein zufälligen Verteilen von Kugeln auf n Fächer. Das heißt, unabhängig voneinander fallen Kugeln in Fächer. Und dann haben wir notiert, bei welcher Versuchsnummer habe ich zum ersten Mal eine Kugel in einem Fach, wo schon eine Kugel drin liegt. Und das sei groß xn, ist eine Zufallsvariable. Im extremen Fall könnte das gleich im zweiten Versuch sein. Also erste Kugel fällt in irgendein Fach und die zweite fällt ins gleiche Fach. Das andere Extrem haben wir gesehen, es könnten theoretisch sein, die ersten n Kugeln, die ich verteile, fallen alle in verschiedene Fächer. Aber dann muss natürlich die nächste Kugel, die n plus erste, in ein Fach fallen, wo schon eine Kugel drin liegt. So. Wir haben damals gesehen in Kapitel 5, dass diese Erstkollisionszeit so aussieht die Wahrscheinlichkeit, dass xn kleiner gleich k ist. Und Sie sehen, das ist die Verteilungsfunktion von xn an der Stelle k. Hier habe ich eine diskrete Zufallsvariable, die nimmt nur die Werte an 2, 3, 4 und so weiter bis n plus 1. Und die Verteilungsfunktion springt, haben wir gesehen, diskrete Verteilungsfunktion an diesen Stellen. Die Sprunghöhe ist immer die Wahrscheinlichkeit. Dazwischen ist sie konstant, sodass hier es ausreicht, die Verteilungsfunktion zu kennen, an den natürlichen Zahlen.
von 2 bis n plus 1. Dazwischen ist sie konstant. Das heißt, ich kenne sie automatisch auch jetzt für jedes x aus R. Und das haben wir gesehen, ist nichts anderes als 1 minus dieses Produkt. Das haben wir damals gemacht. So, was man jetzt machen kann, ist Folgendes. Wir hatten interessante Phänomene kennengelernt bei der Erstkollisionszeit. Zum Beispiel haben wir gesehen, wenn ich n gleich 365 setze und das als Geburtstagsproblem deute, bei 23 Personen unter idealisierten Annahmen ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Doppelgeburtstag schon etwas größer als 0,5. Und beim Lotto, bei fast 14 Millionen Fächern, war im deutschen Lotto bei der 3016. Ausspielung die Erstkollision eingetreten. So, bilden Sie mal die Wurzel aus 365. Da sind Sie bei irgendwo 19, Bilden Sie mal die Wurzel aus 14 Millionen. Wurzel aus 1 Million ist 1000. Haben wir noch Wurzel aus 14. Irgendwo zwischen 3 und 4 mal 1000, 3000, 4000. Das heißt, Sie kommen in beiden Fällen irgendwo in den Bereich der Wurzel aus der Anzahl der Fächer. Also muss vielleicht die Erstkollisionszeit was zu tun haben von der Größenordnung mit der Wurzel der Anzahl der Fächer. Und das ist der Fall. Man kann Folgendes zeigen, relativ elementar. Indem man die Ungleichung auslutzt, einmal Logarithmus x, ist immer der natürliche Logarithmus bei mir, kleiner gleich x minus 1 für jedes positive x. Und wenn Sie hier x durch 1 durch x ersetzen und die gleiche Ungleichung nehmen, dann kommen Sie auf diese Ungleichung. Sie haben auch eine Ungleichung nach unten. Und hiermit folgt, na, Sie müssen da oben das Produkt schreiben, schreiben Sie das Produkt gedanklich als e hoch Logarithmus. Und ein Logarithmus eines Produkts ist Summe der Logarithmen. Und darauf wenden Sie die Abschätzung an. Dann erhalten Sie Folgendes. Im Handout sind es 2 Seiten, aber ich führe das hier nicht vor. Das ist wirklich elementare Ungleichung. Erhalten Sie im Grenzwert, und jetzt sehen Sie, was hier passiert. Die Erstkollisionszeit wird geteilt durch Wurzel aus n. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Verteilungsfunktion von xn durch Wurzel n an der Stelle t, die Wahrscheinlichkeit, dass xn durch Wurzel n kleiner gleich t ist, ist die Verteilungsfunktion von xn durch Wurzel n an der Stelle t. Und das konvergiert für jedes positive t und da kommt das raus. Jetzt haben Sie eine Grenzwertaussage, insbesondere für großes n, fast 14 Millionen, kann man das mal gleich aufs Lotto anwenden. Rechts steht nichts anderes als die Verteilungsfunktion der Weibull-Verteilung. Der eine Parameter ist 2, das Alpha, und das Lambda ist 1/2. Wenn sich das ansehen. So, das bedeutet, die Erstkollisionszeit dividiert durch Wurzel n ist grob für großes n Weibull-verteilt, approximativ, mit diesem Parameter. Das heißt, Sie haben einen Grenzwertsatz für ein sehr einfaches Problem, der nichts zu tun hat mit diesen zentralen Grenzwertsätzen für Summen. Das ist hier eher ein Problem, dass Folgendes gemacht wird. Stellen Sie sich vor, ich stehe hier bei Fach 1. Jemand steht neben mir und achtet auf Fach 2, der nächste auf Fach 3. Bei jedem Fach steht jemand. So, und was mache ich? Ich warte, die Erstkollisionszeit ist erreicht, wenn mindestens einer von uns allen 2 Kugeln hat. Erstmalig. Für mich ist das eine Bernoulli-Kette. Entweder das Teilchen fällt in mein Fach, die Wahrscheinlichkeit ist 1 durch n, wäre der Treffer, oder es fällt nicht in mein Fach. Ich warte auf den zweiten Treffer. Der neben mir wartet auch auf den zweiten Treffer. Das heißt, jeder von uns hat eine Wartezeit auf den zweiten Treffer. Und das, es kommt nur an auf das Minimum aller dieser Wartezeiten. Bei wem es zuerst passiert. Wir haben also einen Grenzwertsatz über Minima. Über Wartezeiten bei einer Bernoulli-Kette. Okay? Jetzt setzen wir mal dieses e hoch minus t Quadrat halbe gleich 1/2. Sie sehen, dann steht oben beim Grenzwert 1 minus 1/2 ist auch 1/2. Das heißt, wir wollen mal sehen, was dann passiert und das kann ich nach dem t auflösen. Diese Gleichung ergibt t
t ist ungefähr Wurzel 2 mal log 2, ungefähr 1,177. So, das bedeutet, wenn ich das jetzt mache, ich setze mal für oben, für das t, diesen Ausdruck ein und gehe mal mit dem Wurzel n multipliziere ich rüber bei dem Limes-Ausdruck, dann erhalte ich die Wahrscheinlichkeit im Limes für n gegen unendlich, dass xn kleiner gleich Wurzel 2n log 2 ist, ist ein halb. So ein halb ist immer eine Wahrscheinlichkeit, ab der Sie irgendwie wetten können, eine faire Wette. Also setzen Sie mal ein, n gleich 13.983.816, das ist das beim Lotto, die fast 14 Millionen, die 49 über 6. Und was erhält man? Da kommt raus bei der Wurzel, ich muss jetzt runden auf die nächste größere ganze Zahl, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Erstkollision bei einem Lotto 6 aus 49 nach spätestens 4.403 Ziehungen aufgetreten ist, ist ungefähr 0,5. Sie könnten aber auch die rechte Grenze dort oben, 1 minus e minus t Quadrat halbe zu 0,9 setzen. Dann kriegen Sie ein anderes t. Das heißt, Sie könnten auch hier versuchen rauszubekommen, naja, dass das spätestens, Sie brauchen jetzt die Anzahl der Ziehung, dass die Wahrscheinlichkeit 0,9 ist. Mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist die Erstkollision nach spätestens so und so viel Ziehung erreicht. Da müssen Sie diesen rechten Ausdruck 1 minus e hoch minus t Quadrat halbe 0,9 setzen. Sie können ihn auch 0,95 setzen. Okay? Also das ist ein einfacher Grenzwertsatz, also wirklich nur mit diesen Ungleichungen und der exakten Darstellung dort oben. Man muss ein bisschen rechnen, aber das kann man eigentlich nachmittags beim großen Pot T dann mal erledigen, wenn man es möchte. So, ich möchte hier zu einem neuen Kapitel kommen, Kenngrößen von Verteilungen, habe ich das genannt. Jetzt kommen viele Dinge vor, die uns schon mal begegnet sind. Erwartungswerte, Varianzen, aber auch neue Begriffe wie Momente. Es kommen auch Quantile vor. Und ich möchte erstmal rekapitulieren, was wir damals gemacht haben. Diskreter Wahrscheinlichkeitsraum. Damit haben wir uns lange beschäftigt. Und wir haben eine Zufallsvariable betrachtet, x, und haben dann deren Erwartungswert definiert. Denken Sie dran. Omega 0 sei eine abzählbare Teilmenge, wenn das Omega nicht schon selbst abzählbar ist, die Wahrscheinlichkeit 1 hat. Und wir hatten gesagt, der Erwartungswert von dieser Zufallsvariable existiert genau dann, wenn diese potenziell unendliche Reihe, sonst ist nichts zu zeigen, einen endlichen Grenzwert hat. X von Omega Betrag. Das ist lange her. Aber es ist immer gut, wenn man Dinge nochmal wiederholt. In dem Fall, wenn das der Fall ist, lassen wir die Betragsstriche weg und nennen das den Erwartungswert von x. Wir haben dann gesehen, dass man den auch ausrechnen kann über die Verteilung. Wenn das x nur solche Werte x1, x2 annehmen kann, die Summe der Wahrscheinlichkeiten ist 1, endliche Summe oder Grenzwert einer unendlichen Reihe, dann existiert der Erwartungswert dann und nur dann auch wieder, wenn die Summe, jetzt sehen Sie auch die xj-Betrag, mal Wahrscheinlichkeit x gleich xj endlich ist. Und wenn das der Fall ist, dann können wir wieder die Betragsstriche weglassen und dann haben wir das, was wir als Darstellungsformel bezeichnet haben. Summe, Wert mal Wahrscheinlichkeit. Das war das Rezept. Wenn einem nichts anderes einfällt, dann rechnet man Erwartungswerte so aus. Gut. Jetzt allgemeiner W-Raum. Alles komplizierter. Wir haben eine Zufallsvariable x. Und das Ziel ist hier auch, den Erwartungswert zu definieren. Gut. Jetzt kommt die Schwierigkeit. Es kann sein, für jedes x aus R ist die Wahrscheinlichkeit, dass x den Wert klein x annimmt, 0 bei stetiger Zufallsvariable. Das heißt, sowas wie Summe, Wert mal Wahrscheinlichkeit, was wir eben hatten, macht hier keinen Sinn. Jeder Wert hat die Wahrscheinlichkeit 0. So, man geht folgendermaßen vor. Man sagt zunächst, sei x mal eine nicht negative Zufallsvariable. Später löst man sich von dieser Beschränkung. Und der Ansatz ist der, das ist jetzt für einige von Ihnen vielleicht neu, die noch nicht Analysis 3 gemacht haben, zerlege den Wertebereich von x, und x ist nicht negativ, das heißt, das ist das Intervall von 0 bis unendlich, und approximiere dieses x
durch eine Zufallsvariable xn, die nehmen nur endlich viele Werte an, also mit endlichem Wertebereich. Das kann man ganz konkret machen. Für ein klein Omega aus Omega setze ich an, dieses xn von Omega, wie folgt. Nun, x ist nicht negativ, kann aber den Wert 0 annehmen. Ich setze xn von Omega gleich 0 an, wenn x von Omega gleich 0 ist. Sie sehen, in dem Fall habe ich gar keine Approximation, da stimmen xn und x überein für diese Omegas. So, jetzt passiert Folgendes. Jetzt nimmt x positive Werte an, nur so ein Fall kann jetzt sein. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt zerlege ich das Intervall von 0 bis n, den Wertebereich, in ganz kleine Teile, und zwar in äquidistante Teilintervalle, deren Länge nur 1 durch 2 hoch n ist. Ganz klein. Da passiert Folgendes. Ich setze das xn von Omega, Sie sehen j minus 1 durch 2 hoch n. Und jetzt schauen Sie sich an, falls das x von Omega strikt größer ist als dieser Wert, aber kleiner gleich j durch 2 hoch n ist, dann setze ich das xn von Omega an sozusagen als die untere Intervallgrenze. Sie sehen, das kann ich machen, das mache ich für jedes j von 1, 2, 3 bis n mal 2 hoch n. Sehen Sie sich mal den letzten Wert an, n mal 2 hoch n. Das heißt, da ist das x von Omega kleiner gleich, wenn ich für j n mal 2 hoch n einsetze, ist da n mal 2 hoch n durch 2 hoch n kleiner gleich n. Das heißt, ich habe hier wirklich den gesamten Bereich erfasst von 0 bis n und den in Intervalle zerlegt, die eben nur diese Breite haben, 1 durch 2 hoch n. So, das bedeutet, xn und x unterscheiden sich um maximal 1 durch 2 hoch n. Was bleibt über? Es bleibt über der Fall, dass das x von Omega größer ist als n und da setze ich xn gleich n. Also wenn x von Omega strikt größer ist als n, setze ich xn von Omega gleich n. Und das ist ein allgemeiner Ansatz. Sie sehen, es kommt auf den Definitionsbereich gar nicht an. Der Wertebereich wird unterteilt. Wenn Sie mal das Riemann-Integral kennengelernt haben, da unterteilen Sie den Definitionsbereich. Kleine Teile. Das geht jetzt auf R. Hier ist Omega eine ganz abstrakte Menge. Der Wertebereich wird unterteilt. Jetzt kann man Folgendes zeigen. Es gilt, diese xn haben immer die Eigenschaft, dass xn von Omega kleiner gleich xn plus 1 von Omega ist für jedes klein Omega aus der Grundmenge Omega und für jedes n. Das heißt, die Funktionen steigen auf. Die Approximation wird immer besser bei wachsendem n. Dann gilt auch noch, Limes xn ist x für jedes klein Omega gilt also Limes xn von Omega ist x von Omega, das meine ich mit punktweise auf Omega. Wenn das Groß X beschränkt ist, habe ich sogar eine gleichmäßige Konvergenz. Wenn das Groß X beschränkt ist, tritt der dritte Fall irgendwann nicht mehr auf. Und Sie sehen, der Abstand zwischen xn und n, das Entscheidende ist, die Definition der mittleren Zeile ist höchstens 1 durch 2 hoch n. Sie haben sogar eine gleichmäßige Konvergenz. Okay. Das ist nochmal das Memo, so ist xn definiert. So, und die Idee ist jetzt folgende. Dieses xn nimmt ja nur endlich viele Werte an. Und für eine Zufallsvariable, die nur endlich viele Werte annimmt, wenn Sie an das Rezept denken, da hat man doch den Erwartungswert dann ausgerechnet als Summe Wert mal Wahrscheinlichkeit. Das heißt, für dieses xn, wenn ich Ihnen sage, die Zufallsvariable nimmt diese Werte an, dann müssen Sie sagen, okay, wenn ich noch die Wahrscheinlichkeiten kenne, kann ich den Erwartungswert ausrechnen. Und das machen wir jetzt. Das heißt, erstmal zeige ich Ihnen noch ein Bild der Approximation. Hier sei Omega und x von Omega. Sei mal hier so was Quadratisches. Und ich nehme jetzt mal n gleich 2. Also n ist 2. Das bedeutet, das Intervall, die Intervalle jetzt auf der Ordinate haben alle die Breite 1 durch 2 hoch 2, also 1 Viertel. Das heißt so, Sie sehen, es geht mit 0,25 los. Bis zur Höhe 2. So, und dann haben Sie hier, ich zeichne Ihnen jetzt den Graphen von dem x2. Der sieht so aus, so eine Treppenfunktion. Und ab 2 wäre dann konstant gleich 2. Sie sehen, es ist eine Approximation von unten.
an das X. Der nächste Schritt in gleich 3, da würde das schon dann gequantelt mit 1/8, würde besser. Das wäre die Approximation. So, wenn f die Verteilungsfunktion von x ist, jetzt kommt das, was ich eben sagte, dann kann ich die Wahrscheinlichkeiten oben angeben. Nun, die 0 spielt keine Rolle, denn 0 mal irgendwas ist 0. Das heißt, entscheidend ist die Wahrscheinlichkeit vom zweiten Ereignis und vom dritten. Aber beim zweiten Ereignis sehen Sie mit dem Falls, dass x kleiner gleich einem Wert ist und größer als einem Wert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sagen wir x größer a, kleiner gleich b, konnten wir mit der Verteilungsfunktion ausdrücken. F von b minus f von a. Übungsaufgabe. Das war dieser Satz, weitere Eigenschaften von Verteilungsfunktionen. So, das heißt, diese Wahrscheinlichkeit, dass xn diesen Wert j minus 1 durch 2 hoch n annimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das x da oben größer ist als j minus 1 durch 2 hoch n und kleiner gleich j durch 2 hoch n. Also ist das Verteilungsfunktion vom rechten Endpunkt minus Verteilungsfunktion vom linken Endpunkt. Und auch die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass x größer ist als n, also hier, dass xn den Wert n annimmt, nun, x größer n, das Komplement ist x kleiner gleich n. Und x kleiner gleich n, die Wahrscheinlichkeit ist Verteilungsfunktion an der Stelle n. Also habe ich das. So, und das zusammen sagt mir, okay, jetzt kann ich einfach rangehen, motiviert durch diese Darstellungsformel, setze ich den Erwartungswert an als Summe, Wert mal Wahrscheinlichkeit. Diese Werte können angenommen werden mit den Wahrscheinlichkeiten und es bleibt noch der Wert n über mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus f von n. Das ist der Erwartungswert von xn. So definiert man ihn jetzt im allgemeinen Fall. Und dann sagt man, okay, e von x definiere ich jetzt als Grenzwert. Limes e von xn. Da kann aber eventuell der Wert unendlich rauskommen. Das muss man hier sehen, ist möglich. Das ist jetzt eine Vorgehensweise, die man auch allgemein in der Maßtheorie macht. Wenn Sie so wollen, habe ich Ihnen jetzt einen allgemeinen Ansatz spezialisiert auf diesen Fall einer Zufallsvariable. So, für beliebiges x, bislang war x größer gleich 0. Und jetzt kommt noch der Clou, was macht man hier? Da setze ich an ein x plus. Wir sehen, das ist das Maximum von x und 0, punktweise auf Omega. Man nennt das den Positivteil der Funktion x. Und ein Negativteil x minus von Omega, das ist minus Minimum von x und 0. Minus Minimum deshalb, das Minimum von x und 0 ist kleiner gleich 0. Das ist ja Minimum von x und 0. Und dadurch, durch das Minuszeichen wird das positiv. Das heißt, auch der Negativteil ist eine nicht negative Funktion. Ich zeige Ihnen noch ein Bild. Wenn das hier x von Omega ist, dann wäre x plus von Omega das Maximum immer von x und 0, das wäre dieser Graph. Das ist immer größer gleich 0. Und der Negativteil x minus von Omega, der sieht so aus. Und was man hier erkennt, ist, dass die Differenz von Positiv- und Negativteil das x ist, punktweise, wenn Sie die voneinander abziehen, und dass die Summe x-Betrag ist. Eine Summe von den beiden ist der Betrag von x, immer punktweise auf Omega. Ich möchte Ihnen jetzt die Definition des Erwartungswertes vorstellen, und zwar ausgehend von dem, was wir jetzt hier entwickelt haben. Und zwar sagt man, der Erwartungswert von x existiert, wenn sowohl der Erwartungswert von x plus, und den haben wir eben definiert, x plus ist nicht negativ und wir haben diese Approximation vorgenommen von unten. Und wir haben gesehen, da kann ein im Limes der Wert unendlich rauskommen, aber wir fordern hier, dass da ein endlicher Wert rauskommt. Und das Gleiche bei x minus, auch das ist eine negative Zufallsvariable, da soll auch ein endlicher Wert rauskommen. Und dann heißt e von x, und wir definieren das einfach als Differenz von diesem e von x plus minus e von x minus. Und das schreibt man in der Maßtheorie als so ein Integral. Das sieht sehr abstrakt aus, bombastisch, aber da steckt konkret das dahinter, was wir eben gemacht haben, nennt man den Erwartungswert von x.
Man muss sich überlegen, bei all dem, was wir eben gemacht haben, dass die Definition nicht abhängt von einer konkreten approximierenden Folge. Das heißt, es könnte vielleicht auch andere approximierende Funktionen geben. Wir haben eine konkrete Folge konstruiert. Solche Überlegungen muss man jetzt anstellen. Diese Darstellung, die wir ja mit dem Integral, die entspricht unserer Darstellung mit der Summe im diskreten Fall. Also wenn man so will, ist das das allgemeine Analogon von unserer Summe. Und das Entscheidende ist, und das kann ich jetzt nicht beweisen, wir haben damals, ausgehend von der Summendarstellung drüber, viele strukturelle Rechenregeln gehabt. Additivität, Homogenität, Zusammenlinearität, Monotonie des Erwartungswertes. Die bleiben alle erhalten. Das muss man jetzt beweisen bei diesem Approximationsprozess. Da muss man jetzt Arbeit reinstecken. Aber wir können da weiterhin mitarbeiten. Natürlich stellt sich auch für Sie die Frage, mit diesem abstrakten Integral kann ich jetzt auch für konkrete Zufallsvariablen dann Erwartungswerte berechnen. Das werden wir auch machen. So, weiterhin gilt auch diese Rechenregel. Der Erwartungswert einer Indikatorfunktion ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses. Das war eine wichtige Regel, die wir hatten. Denken Sie an Zählvariablen. Da habe ich richtig drauf rumgeritten, auf diesen Zählvariablen. Immer wieder Erwartungswert einer Indikatorsumme. Und ich möchte Folgendes Ihnen noch mitgeben zur Beachtung. Bei dieser Konstruktion, die wir eben durchgeführt haben, haben wir die Verteilungsfunktion f von x benutzt, aber nicht die genaue Gestalt des zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitsraums. Die spielte keine Rolle. Das bedeutet, der Erwartungswert hängt nur von der Verteilung ab. Letztlich haben wir nur die Verteilungsfunktion benutzt. Wenn wir dann zwei Zufallsvariablen haben, die gleiche Verteilung haben, ich schreibe das jetzt mal so, p hoch x für die Verteilung von x und p hoch y für die Verteilung von y. Und jetzt kommt die Botschaft, dann haben auch irgendwelche Funktionen von x und y, solange es die gleiche Funktion ist, auch die gleiche Verteilung. So, das bedeutet, wenn ich irgendeine Funktion habe, die muss wieder messbar sein, Urbild jeder Borel-Menge ist eine Borel-Menge, dann gilt für jede Borel-Menge, so, jetzt sehen Sie, das ist diese Schreibweise, Verteilung p oben g von x von b, das ist definiert als p vom Urbild, jetzt schreibe ich g verknüpft mit x, das ist die ausführliche Schreibweise, hoch minus 1, Urbild von b. Und bei dieser Verknüpfung mit dem Urbild, das kennen Sie aus den Grundvorlesungen, das kehrt sich jetzt um. Das ist nichts anderes als p von x hoch minus 1, Urbild unter x, vom Urbild von g von b. Also ist das nichts anderes als p von y hoch minus 1 vom Urbild von b, nämlich x und y haben die gleiche Verteilung. Und die Verteilung von x wird einmal ausgewertet auf der Menge g hoch minus 1 von b und die von y auch auf der gleichen Menge. Und da kommt der gleiche Wert raus. Ja, und jetzt schreiben wir das wieder so und schreiben das wieder als Exponenten g von y. Und wir sehen, was rauskommt. Das gilt für jede Borel-Menge. Auch g von x und g von y haben die gleiche Verteilung. Und das ist auch anschaulich klar, wenn x und y die gleiche Verteilung haben, g von x ist also einfach nur eine Komprimierung, wenn Sie so wollen, der Information, die in x steckt. Und die gleiche Komprimierung erfolgt mit dem y. So. Das bedeutet, wenn Sie die gleiche Verteilung haben, haben Sie auch den gleichen Erwartungswert, denn wir haben gesehen, der hängt nicht von der Verteilung ab. Das ist eine Botschaft, die hatten wir früher auch schon bei diskreten Verteilungen. Jetzt nur noch mal allgemein hingeschrieben. So. Unser Memo noch mal, der Erwartungswert von x ist diese Differenz und x plus ist das Maximum von x und 0 und x minus ist minus Minimum von x und 0. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte Ihnen jetzt zeigen, dass Sie auch für stetige Zufallsvariablen Erwartungswerte konkret berechnen können und dass Sie auch auf etwas kommen, was ganz analog ist zur Darstellungsformel, den Sie für diskrete Zufallsvariablen kennen. Nämlich, wenn ich eine stetige Zufallsvariable habe mit der Dichte f, dann gilt,
Der Erwartungswert existiert genau dann, wenn. Und jetzt kommt eine Bedingung, die mit der Dichte zu tun hat. Sie sehen ein Integral über ganz R und jetzt sehen Sie x-Betrag mal f von x dx. Sie müssen nachweisen, dass dieses Integral einen endlichen Wert liefert. Sie gehen das als uneigentliches Integral an. Sie müssen hier unter Umständen eine Konvergenz zeigen. Und dann, wenn das der Fall ist, dann dürfen Sie die Betragsstriche weglassen und können e von x ausrechnen als dieses Integral. So, und wenn Sie das Integral überlegen, da steckt eigentlich eine Summe hinter. Das Integral ist ein stilisiertes Summenzeichen. Machen wir erstmal den Beweis, dann werden Sie unsere Darstellungsformel wiedersehen. Ich möchte Ihnen erst den Beweis vorführen. Ich mache das Ganze jetzt für x plus. Oben steht da der Erwartungswert des e von x plus minus e von x minus. Ich führe jetzt eine Berechnung durch für das x plus. Und das x plus ist eine nicht negative Zufallswert, die wird approximiert durch das xn plus und zwar wie gehabt. Na, Sie sehen, die Bildung kennen wir schon. J minus 1 durch 2 hoch n und ansonsten n. So. E von xn plus ist dann, so, und Sie sehen, das ist der Positivteil, also da jetzt x größer gleich 0 ist, das ist genau diese Summe mit der Verteilungsfunktion, wie gehabt, plus n mal 1 minus f von n. Und wir müssen sehen, was das macht für n gegen unendlich. Und die Frage ist, was hat das mit der Dichte zu tun, die da steht? Darauf müssen wir jetzt kommen. Das war hier im Limes, ist das e von x plus. So, ich schreibe das oben nochmal hin. Da steht es. Als Memo. So, jetzt wird weitergerechnet. Sie sehen, was jetzt hier passiert. Ich fange genauso an wie in der Zeile drüber. Und die Differenz f von einem Wert minus f von einem anderen Wert, also f von b minus f von a, ist ja das Integral der Dichte von a bis b. Das heißt, das schreibe ich jetzt als Dichte, als Integral der Dichte in diesen Grenzen. Und den Rest dort, Sie sehen n mal 1 minus f von n. Nun, 1 ist das Integral von minus unendlich bis unendlich über die Dichte. Und f von n ist das Integral von minus unendlich bis n. Und was bleibt über? Das Integral von n bis unendlich über die Dichte. Das heißt, ich habe 1 minus f von n auch als Integral geschrieben. Und jetzt mache ich zunächst eine Abschätzung nach oben. Das heißt, ich mache ein kleiner gleich. So, die erste Summe bleibt. So, was ich jetzt mache, ist Folgendes. Das j durch 2 hoch n, j minus 1 durch 2 hoch n, schätze ich nach oben ab. Und zwar mache ich Folgendes. Ich ziehe das Integral erstmal nach vorne. Jetzt müsste ich das j minus 1 durch 2 hoch n unter das Integral schreiben, also rechts vom Integral. Aber Sie sehen, das Argument, über das ich integriere, das x ist, geht von j minus 1 durch 2 hoch n bis j durch 2 hoch n. Das heißt, ich kann j minus 1 durch 2 hoch n, das ist die untere Integrationsgrenze, abschätzen nach oben, indem ich dafür x schreibe. Denn x ist ja größer gleich der unteren Integrationsgrenze auf dem Intervall. So, hier rechts mache ich das genauso. Ich schreibe ein Integral, jetzt habe ich das n verschwinden lassen. Das n schreibe ich jetzt rechts vom Integral, aber das x, das Argument, über das integriert wird, ist größer gleich n. Geht ja von n bis unendlich. Also schreibe ich hier auch x mal f von x dx. Also habe ich beides mal nach oben abgeschätzt. Und jetzt sehen Sie, wenn Sie vorne sich das ansehen, es wird integriert, j gleich 0 heißt von 0 bis 1 durch 2 hoch n. Dann plus Integral von 1 durch 2 hoch n bis 2 durch 2 hoch n. Wenn Sie alles durchgehen, die stückeln sich immer aneinander, die Intervalle. Das geht ganz am Ende, wenn j gleich n mal 2 hoch n ist, geht das bis n. Und dann kommt noch das Integral von n bis unendlich. Das heißt, das ist nichts anderes als das Integral von 0 bis unendlich x mal f von x dx. Das heißt, ich habe unabhängig von dem n eine obere Schranke. Eine untere Schranke bekomme ich aber auch. Jetzt schätze ich nach unten ab. Und das mache ich wie folgt. Ich schreibe das, was in der zweiten Zeile steht, erstmal hin. Jetzt habe ich aber größer gleich geschrieben. Und zwar, warum gilt größer gleich? Ich nehme den zweiten Summanden n mal Integral von n bis unendlich f von x dx nicht mehr auf. Das ist jetzt meine Abschätzung nach unten. Und der ist ja nicht negativ. Ich habe nur den ersten Teil betrachtet. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt sehen Sie, habe ich hier wieder ein x geschrieben anstelle von j minus 1 durch 2 hoch n. Das ist der einzige Unterschied.
Das mache ich jetzt rückgängig. Ich habe ein Gleichheitszeichen hingeschrieben. Gleichheitszeichen. Das muss ich jetzt rückgängig machen, indem ich die gleiche Summe nehme. Sie sehen das Minuszeichen, das gleiche Integral. Und Sie sehen durch das Minuszeichen, jetzt steht das x mal f von x. Das heißt, das Ganze hebt sich weg. Und dann habe ich nochmal mit dem Minuszeichen j minus 1 durch 2 hoch n geschrieben. Nochmal mit dem Minuszeichen. Sie sehen, das ist nichts anderes als die Summe, die drüber steht. So, das Schöne ist, jetzt kommt die Abschätzung nach unten. So. Diese ersten Summen sind genau das Integral, was hier steht, von 0 bis n, x mal f von x dx. Das heißt, die Abschätzung kann sich nur beziehen auf die zweite Summe. Die muss ich jetzt nach oben abschätzen, weil da ein Minuszeichen steht. Nach oben. Jetzt sehen Sie, das kann ich aber machen, indem ich das x nach oben abschätze. Das x ist maximal auf dem Intervall j durch 2 hoch n. Und j durch 2 hoch n minus j minus 1 durch 2 hoch n ist 1 durch 2 hoch n. Das kann ich aber vor das Integral ziehen. Das heißt, ich habe 1 durch 2 hoch n und dann habe ich die Summe dieser Integrale f von x dx und das ist wieder das Integral von 0 bis n f von x dx. Das ist meine Abschätzung. So, und das Schöne ist jetzt ganz einfach, wenn wir jetzt n gegen unendlich gehen lassen, dann konvergiert das erste Integral gegen das Integral von 0 bis unendlich, x mal f von x dx. Und das andere, wenn wir n gegen unendlich gehen lassen, 1 durch 2 hoch n geht gegen 0. Und das andere Integral geht gegen das Integral von 0 bis unendlich f von x dx, das ist aber immer kleiner gleich 1, denn das Integral von minus unendlich bis unendlich ist 1. Das bedeutet, ich habe eine Konvergenz gegen das Integral f von x dx dx. So, das bedeutet, e von x n plus ist nach oben beschränkt durch das Integral und die untere Grenze konvergiert gegen dieses Integral. Das bedeutet in der Konsequenz, e von x plus ist ja unser Grenzwert, ist nichts anderes als das Integral x mal f von x dx von 0 bis unendlich. So, Sie sehen, so kommen Sie auf dieses x mal Dichte. So, völlig analog geht das mit dem x minus. Das ist minus das Integral von minus unendlich bis 0, x mal f von x dx. Und wenn ich das zusammenbastel, ich muss fordern, dass beide Werte endlich sind, das ist wichtig, dann erhalte ich e von x ist die Differenz von den beiden und dann bleibt wirklich über das Integral von minus unendlich bis unendlich x mal f von x dx. Das ist jetzt die Formel, nach der Sie rechnen können, wenn Sie Dichten haben. Sie sollten Folgendes beachten hierbei. Das, und das hatte ich eben schon angedeutet, ist das stetige Analogon von dieser Darstellung. Sie sehen, deuten Sie mal das Integral als eine Summe. Wert mal Wahrscheinlichkeit hatten wir immer gehabt. Hier Wert mal Dichte und jetzt wird integriert. Das ist die analoge Formel, die Rezeptformel, wenn Sie eine Dichte haben. Allgemeiner kann man jetzt zeigen, auch das kann ich nicht beweisen. Hier haben wir ja noch ein bisschen was gemacht. Das macht man dann in der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie. Wenn ich stetige Zufallsvariablen habe, wie stellt sich eine Formel dar für den Erwartungswert Funktion dieser Zufallsvariablen? Zum Beispiel e von x Quadrat. Wäre eine wichtige Funktion, braucht man für die Varianz. Wenn ich eine stetige Zufallsvariable habe mit Dichte f und g wieder so eine messbare Funktion ist, dann gilt, dass dieser Erwartungswert existiert. Und Sie ahnen es schon, genau dann, wenn. Und jetzt sehen Sie, anstelle von x-Betrag steht nur g von x-Betrag mal f von x dx. Auch hier muss ein endlicher Wert rauskommen bei diesem uneigentlichen Integral. Und in diesem Fall ist der Erwartungswert von g von x wieder berechenbar, indem Sie die Betragsstriche weglassen. Einfach Integral g von x mal f von x dx. Also zum Beispiel der Erwartungswert von x Quadrat wäre Integral von klein x Quadrat f von x dx. So einfach ist das. Das diskrete Analogon hatten wir auch. Da wäre die entsprechende Summe. Anstelle von xj steht hier g von xj. So haben wir dann auch zum Beispiel den Erwartungswert von x Quadrat ausgerechnet im diskreten Fall als Summe. Jetzt ist nur ein Integral. Gut.
Ja, jetzt kann man hier mit dann Erwartungswert, Varianz und etwas definieren, was wir auch früher schon hätten definieren können, aber das mache ich jetzt erst. Wenn ich eine Zufallsvariable x habe, dann heißen stets im Fall der Existenz, das ist wichtig, nachprüfen, e von x der Erwartungswert von x, Sprechweise haben wir eben schon eingeführt. Jetzt kommt das neue e von x hoch k, allgemein für k aus n, das k-te Moment, der Begriff kommt aus der Mechanik. Beispiel zweites Moment, wir hatten Trägheitsmoment schon gehabt bei der Varianz, da kam sowas vor. Allgemein das k-te Moment von x. Die Varianz, der Erwartungswert von x minus e von x in Klammern zum Quadrat. Und allgemeiner der Erwartungswert von x minus e von x hoch k, das sogenannte k-te zentrale Moment von x. Das bedeutet, die Varianz ist ein spezielles zentrales Moment, nämlich das zweite. Also das jetzt als Sprechweisen, Definition. Folgendes ist hier zu beachten. Wenn ich eine Dichte habe, so folgt aus der Formel von eben, dieser Darstellungsformel, wie ich das ausrechnen kann. Nämlich e von x kann ich ausrechnen, also e von x hoch k, Entschuldigung, als Integral klein x hoch k mal Dichte von x dx. Das ist nur diese Funktion g von x gleich x hoch k. Dann eine Bemerkung noch, wenn ich ein r habe, was jetzt kleiner ist als das k, natürliche Zahl, also k ist jetzt hier größer gleich 2, dann gilt immer punktweise auf dem Omega x von Omega Betrag hoch r kleiner gleich 1 plus x von Omega Betrag hoch k. Das muss man sich klar gemacht haben. Das gilt natürlich immer, wenn der Betrag von x kleiner gleich 1 ist, dann steht links schon was, was kleiner gleich 1 ist. Und wenn es größer ist als 1, gilt diese Ungleichung auch. Das heißt, die gilt allgemein, können Sie sagen, für reelle Zahlen. Ein klein x Betrag hoch r kleiner gleich 1 plus klein x Betrag hoch k. Aus dem Grunde gilt Folgendes, wenn der Erwartungswert von x Betrag hoch k existiert, dieses k-te Moment, dann haben Sie aufgrund dieser Ungleichung größer gleich auch den Erwartungswert von x Betrag hoch r. Das heißt, der ist dann kleiner gleich 1 plus e von x Betrag hoch k. Das liegt jetzt an dieser Eigenschaft der Monotonie des Erwartungswertes, die als Rechenregel bleibt. Ich habe Ihnen gesagt, alle strukturellen Eigenschaften bleiben erhalten. Das ist das Entscheidende. Das heißt, Sie können sofort sagen, wenn das zweite Moment existiert, k gleich 2, existiert auch der Erwartungswert. Das wäre zum Beispiel eine Botschaft hier. Der existiert dann automatisch. Okay. So. Ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel geben, die Normalverteilung. Erstmal die Standardnormalverteilung. Und wir hatten die Bedeutung der Parameter μ und Sigma Quadrat bei der allgemeinen Normalverteilung ausgemacht anhand der Gestalt der Dichte, ein Symmetriezentrum. Wir hatten auch Wendepunkte ausgemacht, wo das Sigma eine Rolle spielte. Aber die Parameter werden jetzt auch eine Bedeutung haben, die direkt mit Erwartungswert und Varianz zusammenhängt. Nämlich, wenn ich eine standardnormal verteilte Zufallsvariable habe, dann ist die Dichte die gaußsche Glockenkurve. Okay. Und für jedes k, natürliche Zahl, gilt der Erwartungswert von x hoch k, also x Betrag hoch k. Nun, wie würde ich den ausrechnen? Das ist das hier. Und das Entscheidende ist jetzt hier, dass klein phi als Funktion entscheidend ist, was passiert für x gegen plus und minus unendlich. Fällt über e hoch minus x Quadrat halbe so schnell ab, dass diese Potenz x Betrag hoch k sozusagen so vernachlässigbar ist für x gegen plus minus unendlich, dass hier ein endlicher Wert rauskommt. Ganz egal, wie das k ist. Das heißt, Sie können sagen, bei der Normalverteilung, bei der Standardnormalverteilung existieren alle Momente, alle. So. Wenn ich das habe, wegen der Symmetrie der Dichte um 0, gilt dann, dass die Ungeraden alle verschwinden. Reine Symmetrie betrachtet und da heben sich dann Integrale auf. Also insbesondere für n gleich 0. Der Erwartungswert ist 0. So, was ist jetzt mit den sogenannten geraden Momenten? E von x Quadrat, e von x hoch 4, e von x hoch 6.
Die sind natürlich nicht Null. So, jetzt gilt hier eine Gleichung, wenn Sie die gaußsche Glockenkurve mal ableiten, dann haben Sie folgende Differentialgleichung, klein phi Strich von x ist minus x mal phi von x. Sie brauchen einfach nur nach der Kettenregel ableiten. Und dann bleibt erstmal der Exponentialausdruck erhalten und dann nochmal von der inneren Ableitung kommt noch minus 2x durch 2 ist also nochmal minus x. Haben Sie eine Differentialgleichung. Aus dem Grunde können Sie jetzt, wenn Sie nicht die Gamma-Funktion zu Rate ziehen wollen, das können Sie auch machen, Alternative, können Sie Folgendes machen. Sie definieren einfach mal i2n als diesen Erwartungswert. Jetzt erhalten Sie sehr schnell eine Rekursionsformel. Das wäre das Integral x hoch 2n, phi von x dx. Wenn Sie mit der Gamma-Funktion arbeiten wollen, müssen Sie Folgendes machen. Dann müssen Sie sagen, aus Symmetriegründen ist das zweimal das Integral von 0 bis unendlich und müssen dann geeignet substituieren. Dann kommen Sie auf die Gamma-Funktion. Hier würden Sie sagen, partielle Integration heißt, naja, dann schreibe ich das mal als x hoch 2n minus 1 x mal phi von x. Ah, die Stammfunktion von x mal phi von x ist jetzt minus phi Strich von x und Sie integrieren partiell. Wenn Sie das machen, ich schreibe Ihnen das mal schnell hin, dann haben Sie einmal das hier an der oberen, an der unteren Grenze, da kommt jeweils 0 raus im Grenzwert. Wenn Sie x gegen Plus und Minus unendlich laufen lassen, das liegt einfach daran, dass phi von x so schnell gegen 0 geht. Das zerschlägt jede Potenz. Und dann bleibt noch über plus 2n minus 1 über die Ableitung von dem x hoch 2n minus 1 und dann das Integral. Und das Integral ist das gleiche wie am Anfang, nur dass n durch n minus 1 ersetzt wurde. Das ist nichts anderes als 2n minus 1 mal i Index 2n minus 2. Also haben Sie eine einfache Rekursionsformel. Und Sie müssen nur wissen, wie geht das los? I0 ist 1. So, das heißt, hier müssen Sie natürlich einen Anfang haben. Wenn Sie n gleich 0 setzen, dann ist natürlich nach Definition der Erwartungswert x hoch 0 ist 1, da kommt wirklich die 1 raus. Sie sehen auch hier, bei dem ersten Integral n gleich 0 gesetzt, heißt Integral über die gaußsche Glockenkurve und das 1. Das ist der Anfang und damit haben Sie über diese Rekursionsformel jetzt ein Produkt von solchen ungeraden natürlichen Zahlen. Und wenn Sie das ausrechnen, 1 mal 3 mal 5 und so weiter, und fügen dann noch geeignet gerade Potenzen ein, werden Sie feststellen, das können Sie auch so schreiben, geschlossen. Sie können auch sagen, naja, wenn ich die Gleichung vorgegeben habe, ich rechne mal die Fakultäten, schreibe das mal hin und dann kürze ich wieder eine Menge weg, dann kommt genau das raus, was da links steht. Insbesondere erhält man für n gleich 1, also erstmal der Erwartungswert ist 0 und die Varianz ist dann 1, nämlich dies nichts anderes als e von x² minus e von x in Klammern zum Quadrat, e von x ist 0. Und e von x², dann müssen Sie nur n gleich 1 einsetzen in die Formel von eben, dann werden Sie feststellen, das ist 1. So, das heißt, bei der Standardnormalverteilung ist der Erwartungswert 0 und die Varianz 1. Mit anderen Worten, das ist das, was wir rausbekommen haben, es bedeutet, diese Beziehungen rechtfertigen auch die Bezeichnung Standardnormalverteilung. Die Verteilung ist standardisiert. Ihr Erwartungswert ist 0 und die Varianz ist 1. So. Wie ist das jetzt mit einer allgemeinen Normalverteilung? N μ Sigma Quadrat. So muss ich jetzt wieder rechnen. Integrale. Ja. Und ich behaupte, man muss überhaupt nicht mehr rechnen. Oder so gut wie gar nicht mehr rechnen. Nämlich, wenn ich diese Verteilung habe, dann weiß ich, die wird erzeugt durch eine einfache Transformation aus der Standardnormalverteilung. Und für die habe ich ja eben Berechnungen angestellt. Nämlich, das x hat die gleiche Verteilung, ich mache jetzt mal diese Schlange, gleiche Verteilung wie Sigma mal y plus μ, wobei y standardnormal verteilt ist. Das war die Erzeugung der allgemeinen Normalverteilung aus einer Standardnormalverteilung. Wenn die gleiche Verteilung haben, haben sie den gleichen Erwartungswert und die gleiche Varianz. Also es gilt dann, e von x muss dann sein der Erwartungswert von Sigma mal y plus μ. Und jetzt habe ich Ihnen gesagt, die Rechenregeln bleiben alle erhalten. Der Erwartungswert ist additiv und ich kann Konstanten rausziehen. Also ist das Sigma mal e von y plus μ und e von y ist 0. Ist ja standardnormal verteilt. Also kommt da μ raus. Also wir haben durch ganz wenig Rechnung uns überlegt, der Erwartungswert ist μ. Nun,
wenn Sie an Schwerpunkt denken, die Dichte ist symmetrisch um μ, Symmetriezentrum, da muss μ rauskommen. Die Varianz. Und die Varianz von x ist dann auch die Varianz von Sigma mal y plus μ. Und hier wissen wir Rechenregeln für Varianzen, die gelten weiterhin, denn Varianzen sind auch Erwartungswerte. Das μ spielt keine Rolle, Additive, Konstante fällt weg und das Sigma geht quadratisch ein. Das heißt, da steht Sigma Quadrat mal die Varianz und die von y ist 1. Also kommt da Sigma Quadrat raus. Das heißt, wir haben rausbekommen, dass die Normalverteilung auch hier ihre Parameter rechtfertigt. Das heißt, das μ ist der Erwartungswert und das Sigma Quadrat die Varianz. Man sagt nämlich auch eine Normalverteilung mit Erwartungswert μ und Varianz Sigma Quadrat. Und die Bedeutung dieser Parameter ist dann auch auf diese Art und Weise geklärt. So, ich möchte Ihnen noch einen Begriff vorstellen, den Sie schon mal gehabt haben. Wir haben nämlich Quantile definiert, empirische Quantile, empirischer Median oder Stichprobenquantile. Und das machen wir jetzt auf der Ebene der Verteilung. Die Bildung ist ganz einfach. Wenn ich eine Zufallsvariable habe, ich möchte es allgemein machen mit Verteilung so und so und f und habe eine Zahl p, die wirklich strikt positiv und strikt kleiner als 1 ist, dann definiere ich eine Zahl qp. Q steht für Quantil. B-Quantil. Eigentlich müsste ich sagen, QP von F hängt von F ab. Oder manche sagen auch QP von X, von der Zufallsvariablen, die diese Verteilung zu F hat. Und wie ist es definiert? Es ist F hoch minus 1 von P. Jetzt muss ich natürlich sagen, was ist F hoch minus 1? Ich habe eine Verteilungsfunktion. Und die Verteilungsfunktion, die muss nicht streng monoton wachsen sein, die kann mal Konstantstellen haben. Also f hoch minus 1 hat wohl nicht viel im Allgemeinen mit einer Umkehrfunktion zu tun. Das muss ich definieren. Was ist es? Es ist ein Infimum aller x aus R mit der Eigenschaft, dass f von x größer gleich p ist. So. Das muss man sich ansehen bei so einem Infimum. Na, ist das wohl definiert? Nun, das ist ganz einfach. P ist eine Zahl strikt zwischen 0 und 1. Wir wissen, die Verteilungsfunktion f, wenn x gegen unendlich geht, geht gegen 1. Aus dem Grunde haben wir mindestens ein x mit f von x größer gleich p, das heißt, die Menge ist nicht leer, über die das Infimum gebildet wird. Wir wissen aber auch, p kann noch so klein sein, es ist strikt positiv. Wenn x gegen minus unendlich geht, geht f von x gegen 0. Ich finde auf jeden Fall auch ein x, für das die Ungleichung nicht erfüllt ist. Und damit ist es natürlich wegen der Monotonie automatisch für alle x, die noch kleiner sind, auch nicht erfüllt. So, das bedeutet, die Menge ist auch nach unten beschränkt. Die ist nicht nur nicht leer, sondern auch noch nach unten beschränkt. Und dann wissen wir, die hat ein Infimum. Das ist wohl definiert aus der Analysis. Man nennt das p-Quantil von f oder der Verteilung von f oder auch von x. So heißt das, p-Quantil. Und diese Funktion f hoch minus 1, die ist jetzt definiert auf dem offenen Einheitsintervall, geht nach R. Man nennt diese Funktion die Quantilfunktion zu f. So ist das Ganze eingeführt, die Quantilfunktion. Das habe ich gesagt, ist wohl definiert, weil eben f von x einmal gegen 1 geht, für x nach unendlich, und gegen 0 geht, für x gegen minus unendlich. Und es ist nicht unbedingt die Umkehrfunktion. Das f kann aber streng monoton wachsen, sondern stetig. Dann kann das auch mal so sein. Aber im Allgemeinen ist es nicht der Fall. Und analog zu empirischen Quantilen, das möchte ich nur abschließen, gibt es jetzt spezielle Bezeichnungen. Für p gleich 1/2 sagt man Median. Für p gleich 1/4 sagt man unteres Quartil. Für p gleich 3/4 oberes Quartil. Und man sagt zum Beispiel auch für die Differenz q 3/4 minus q 1/4 auch den Quartilsabstand, genauso wie bei empirischen Quantilen von Datenreihen, der Verteilung von f oder einfach nur kurz von f oder von x. Also das sind hier dann spezielle Sprechweisen. Gut, wir werden uns dann noch ein bisschen mit Quantilen und auch Zusammenhang mit Erwartungswerten dann beim nächsten Mal beschäftigen.